Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute machen wir nochmal Dino Zeitreise auf. Ja, und wir schauen gleich mal rein, was da drin ist. Ihr wisst ja oben die Dinos. Hier das Spielzeug. Den Code gibt es nachher. So. Als erstes Spielzeug machen wir dieses mal auf und schauen uns mal an, was da Schönes drin ist. Ach nee, da ist wieder so ein prima Auto drin von Sprinti. Da ich das letzte Mal schon über eine Viertelstunde zusammen versucht, das zusammenzubauen, was mir leider nicht gelungen war, weil das so, das wird so blöd zusammengebaut. Das kommt, glaube ich, hier rein. Wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich versuche es erst gar nicht. Weil das ist so hohl, das Ding. Das ist absolut, absoluter Schrott. So. Machen wir eine Nummer zwei auf. Und da ist, was ist da? Oh, eine neue Figur. Ja, diese Doppelten von, wie heißen sie, Natoons, Cartoons. Die einen sagen Cartoons, die anderen sagen Natoons. So, das baue ich mal kurz zusammen. Ja, auf der einen Seite ist es ein Esel. Und auf der anderen Seite, was ist es da? Ein Truthahn. Ein Truthahn mit einem Bein. Cool. Bisschen komisch die Figur, aber naja, was soll's. Gut, kommen wir jetzt zu den Dinos. Jetzt bin ich mal gespannt, was für Dinos hier drin sind. Ich hoffe doch mal ein anderer Dino, den ich schon habe. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, ich sage mal, das wird eine Serie, die ich nicht weiter sammeln werde. Weil ich habe jetzt, glaube, 8 oder 10 Pakete geholt. Und habe bis jetzt nur 3 Figuren, 3 verschiedene Figuren davon drin. Und dann aber jede Figur doppelt und dreifach. Ja, und das sehe ich nicht ein. Ja, ich habe halt gar keine Lust mehr, diese Dinge aufzumachen. Und ihr habt wahrscheinlich auch gar keine Lust mehr, euch diese Viecher anzugucken, weil es sind immer nur noch ein und dieselben Figuren. Ihr habt sie jetzt mittlerweile auch schon bestimmt satt gesehen. Deswegen, ich mache das hier nur noch. Ihr kriegt jetzt hier den Code. Den könnt ihr euch bei Kinderüberraschung angucken. Ich erspare mir das Aufbauen des Drehtellers, weil, nee, brauchen wir nicht. Also, hier ist der Code. Den könnt ihr euch dann wieder aufschreiben. Oder direkt bei Kinderüberraschung eingeben. Aber wie gesagt, die eine Bitte, löst jeder nur einmal diesen Code ein. Dieser Code ist 10-mal
einlösbar. Und es wäre nett, wenn ihr den anderen dann auch noch eine Chance gebt, sich das anzugucken. Okay, ja, dann war es das jetzt mit diesem Video. Hier kommt kein Drehteller mehr danach, weil das sind eh immer nur ein und dieselben Figuren hier. Das ist eine Serie, die macht bald schon gar keinen Spaß mehr. Ich sage aber trotzdem danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.